So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise eine neue Folge Raider Mittwoch. Ich bin total Banane, die ganze Zeit gestreamt, 6 Stunden am Stück hin und her, Feierabend gemacht. Eigentlich wollte ich ins Bett, musste ich noch eine Infofolge aufnehmen, habe ich gemerkt, musst du noch Raider Mittwoch abscreenen und nicht am nächsten Tag aufnehmen, sondern jetzt noch in der Nacht aufnehmen, in der Nacht das noch fertig machen, dann irgendwann um 4, um 5 ins Bett, um 10 auf, weil dann kommst du ja schon wieder mit Deoxys, musst du das machen, musst du da streamen, 6 Stunden, bis du dann irgendwann ankommst in der Raid Mania, 1,5-2 Stunden bis um 8, dann kannst du vielleicht dann auch Raider Mittwoch raushauen, und das ist das Besondere, Raider Mittwoch wird am Mittwoch noch kommen, jetzt ist schon Mittwoch, ne? Ich sitze jetzt hier mitten in der Nacht da, nehme das auf, aber nicht tagsüber und dann die Raid Mania. Ich sage immer, ladet heute Abend ein zur Raid Mania. Aber diesmal muss ich sagen, wenn ihr das hier seht, ist die Raid Mania schon vorbei. Und es geht genauso stressig weiter. Dank Deoxys. Deoxys, ich danke dir, wenn du das siehst. Props gehen raus, du bist der Beste. Wir haben aber auf jeden Fall wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst. Und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Angefangen hat die Woche bei mir selber. Ich bin nämlich hier mit dem Michaels Eiers Glücksfreund geworden und konnte dann natürlich wieder direkt den Glückstausch machen. Ich mache bevorzugt die ganze Zeit immer Terrakium als Glückstausch. Bin bestimmt schon bei 60 Glückstrades oder so. Immer noch kein 100er dabei rausgekommen. Henry Nicky gerade bekommen hier ein Krypto Relaxo, was er zu einem 100er machen könnte, ist ein 96er, ist auf jeden Fall ein fetter Brocken. Der Heigo zeigt uns hier sein 100% Shiny Chanera. 1-2-3 Kit, wie geil, fehlt nur noch Sierra mit dem Krypto Shiny Kind Wurm. Guckt euch das an, ebenfalls ein grüner Tag heute, Flecknoil Shiny hinterherbekommen. Brainy mit einem Shiny Knofensa, 1-2-3 Kit mit dem Volbeat. Homespawn in Shiny Drachig. Ich will doch kein Pony. Pony? Pony? Dann halt nicht. Machen wir weiter. Cumulus eben aus dem Raid. 100% Galagladi. Und Thomas sagt hier, bitte nachmachen, ja. Manchmal müsste man einfach nur den Sack auf den Küchentisch nachle, glaube ich. Hat hier einen 100% Florges auf Level 50 mit 3657 WP. Hannes hat ein bisschen mit mir getradet, damit ich auch das neue Pokémon, das Flabebe, als Lucky bekomme. Und gleichzeitig ist bei ihm das Pionscora, was ich ihm gegeben habe, ein 100%iges geworden. Also auch feine Sache natürlich. Madiba endlich hier auch Shiny Registil mitgenommen. Kenny hier 100% Shiny Marmolita Jackpot. Chef 24 mit dem Shiny Mauzi. Gala Mauzi, Adi ist gerade hier hochgehüpft, ich raste aus. Aluhut, 100% Flecknoil. Aluhut, Shiny Plusle, Heiko, Shiny Lapras, Brainy, Dankeschön, Shiny Registil, Bierbenny, Shiny Registil, Heiko, 100% Schlurp. Master Gossi, nach einem harten Kampf und dem dritten Versuch wurde ich mit einem Shiny belohnt. Shiny Krypto Quapsel, würde ich gar nicht erkennen, dass es Shiny ist. Das hat halt auch so eine besonders ganz leichte andere Färbung. Da muss man wirklich genau hinschauen. Jewel hier mit dem Shiny Herz Pandir jetzt beim Valentins-Event bekommen. Dann bin ich mit Sabrina zu Glücksfreunden aufgestiegen. Drachek, ich mache den Schilling nach. RGBL, ich quest. 100% Quabbel, Aluhut, nochmal Shiny Minun, Shiny Marmolita, weiter geht's, Shiny Plusle, Nummer 3, Cumulus, gerade auf dem zweiten Account, 100% Galagladi, da bin ich mit Matze Glücksfreund geworden, ihr seht, das ging wirklich Schlag auf Schlag, Bobs Rob hier auch mit dem Shiny Pandia in der Herzform, Deveris hat sich heute gelohnt, 100% Flabebe, eben hier aus Straufhain, Thüringen. Wow, es gibt noch Spieler in Thüringen, hier in Hippokhausen theoretisch. Ich weiß nicht, ob ich das Geschenk aufmachen soll, öffnen soll, sagte die Shenaya. Sieht auf jeden Fall komisch aus, einfach so ein eine Farbbombe vom Kardadonis. Henry Nicky gerade aus dem Ei bekommen, 100er Skoppel, dann bin ich mit Riese Glücksfreund geworden, das war glaube ich heute ganz frisch. Drachek, direkt das erste in der Spotlight-Stunde, Shiny Smogon, also am Dienstag, war die Spotlight-Stunde mit Smogon, die kaum jemand gezockt hat, und wenn, dann der Drachek, und der hat gleich das Shiny mitgenommen. Bier Shanga, eins sei gesagt, vorm Tauschen bewerten angesagt.
Hätte es fast getauscht und mein Gefühl sagt, bewerte mal lieber vorher 100% Capuno noch mitgenommen. Gleichzeitig hier noch Bierschanga, Shiny Chanera, Shiny Registil, Shiny Marmolita, Shiny Bediza, Shiny Chanera, 100er Pandimos. Selalda hat mir bestimmt wieder um die 80 Bilder geschickt. Ich konnte nicht alles mit reinnehmen, wieder viele lustige Bilder, lustige Sprüche. Habe jetzt aber hier das 100er Snubbull, 100er Libiscus, Shiny Minon, Shiny 100er Hopfspross, meine ich, Shiny Libiscus, 100er Glückshopfspross, da werdet ihr gleich noch einen sehen von den Teilen, Shiny Chanera, Alkohol macht dumm und gleichgültig, kapier ich nicht, ist mir aber auch egal, besser geht's nicht. Das Interessante am Foto dieser Krähe ist, dass es eigentlich eine Katze ist. Ich fand die auch besonders toll, ne? Guckt doch mal hin, hier ist eine Katze, die guckt doch nur nach oben. Dann das zweite 100% Glückshopfspross. Jetzt muss ich den Adi befummeln. Ein wildes Letterking mit 2,6, auch immer gern gesehen sowas. Shiny Blutzuck hier mitgenommen, erlöstes Bisasam als 100er, 100er Wollbeat. Seht ihr das? Der Adi einfach anfängt mich aufzuessen und dann guckt wie so ein Arsch. Hi Schatz! Adi! Ja, okay, lassen wir mal. Nein, wir haben keine Zeit, wir müssen auf jeden Fall weitermachen. Ich bin ja total verwirrt, weil er gerade einfach angefangen hat hier mein Milch, Adi. Der Adi wollte Milch. Was ist denn mit dir? Koselinchen hier 100% Shiny Registil mitgenommen. Richtig fette Sache. Hätte ich auch gern. Ich möchte jedes Legendäre irgendwann mal als 100er haben zum Hochziehen. Nach dem Schundo noch ein Shiny und dabei hatte ich schon ein älteres 98er. Jetzt sind es halt drei. Auch okay. Dann Koselinchen weiter. Shiny Quapsel, Shiny Plusle, Shiny Porenda, Shiny Libiscus, Shiny Marmolita, Shiny Miltank. Dann hier Flapterix gesehen, hingerannt, gefangen und direkt getauscht mit dem Sohn, mit der Tochter getauscht und dann, ja. Habt ihr auch schon mal ein wildes Flapterix gefangen? Ist auf jeden Fall ein sehr seltenes Pokémon. Dann Genaya hier, Shiny Registil, 100% Knackrack mittlerweile oder vielleicht so getauscht, denn das ist durch einen Tausch entstanden, beim Traden einfach 100% geworden, fette Sache auch. Mit meinem letzten Fanraid Pass, Lukas hier, Shiny Registil 96 und Shiny Registil 98 mit dem wöchentlichen Montagspass, Fanraid Pass lohnt sich. Sage ich auch immer hier, Sören, schöner Feierabend, 100er Schwalbini, Happy Valentine, Shiny Marmolita, Shiny Minun, Sarina hat uns wieder eine Übersicht geschickt mit lauter besonderen Sachen. Wir sehen Shiny Pandir, Shiny Marmolita, Shiny Kastatur und Dodu, Shiny Miltank mit 100%, 100 auf Level 50. Shiny Miltank 100% Level 50, 2662 und das fand ich auch cool. Was für ein verrücktes Event, jetzt brauche ich wirklich einen Schnaps, ne? Hat direkt in der Wildnis so einfach ein wildes Bisasam direkt als Shiny bekommen, habe ich glaube ich auch noch nie gehabt. Luigi Sarada, Grüße gehen raus, der Schocker der Woche. Nach 18 einfach genialen Curveball-Würfen abgehauen. Das tut mir aber leid, 1398 war nämlich auch hier das 100er. Ich weiß, wie das ist. Mir ist doch damals auch mein Wetterboost Viridium abgehauen, das 100%, also das war nix. Ein schillernder Fisch an Land gezogen, ein Scorpions hier noch dabei und nochmal einen beim Ramses schauen. Guckt also Videos von mir, da kriegt ihr auch noch Shinies. Lost Lift, bei mir endlich auch mal was Cooles aus einer Feldforschung. Shiny Tangela, Alexander Aringer, der verfolgt den Schilling auf Schritt und Tritt. Wieder Daniel Schilling gefunden für Raid am Mittwoch. Daniel Schilling und sein Lieblings-Pokémon für Raid am Mittwoch. Und das letzte habe ich nicht mehr mit rein. Da war nämlich was von ihm, aber da hat er Platz nicht gereicht. Danke an Thomas für das 93er Shiny, Andy Project. Marco FedEx hat sich das 100er gegönnt. Bei ihm ist es drin geblieben. Plus Shiny Shadrago, plus aus dem Durchbruch 100% Psiao. Elke, Shiny Leufeo, Shiny Rettan, Shiny Psiao, Shiny Voltoball, Shiny Ultrigaria, Schleimi, Shiny Fletiamo, Shiny Libiscus, Shiny Chanera, Shiny
Smogon, 100% Pyroleo, Heiko, 100% Shiny, Hopspross vom Seaday, denke ich mal, hat ja auch dreimal hintereinander direkt Shiny bekommen, auch feine Sache natürlich, Heiko, 100% Deoxys, 16.02, da guckt mal auf die Uhr, was ist heute? Der ist schon wieder komplett am Ausrasten. Ich weiß, wie viele Raids bitte, wie viele? Und 4 Shinies. Alle von jetzt, heute, jetzt in dieser Nacht, wo ich hier sitze, raidet der, was erlaubt der sich eigentlich? Gut, das eine ist schon recht hochgezogen. Ich glaube, der hat damals schon dann einfach eins mitgenommen und dann passt das. Lennart, Shiny Flecknoil, erlöstes Zyrakroc 100. Benjamin hat wieder mal 3 Raids gemacht. Solo gegen Nidoking. Solo gegen Nidoqueen. Solo gegen Schlurp. Hat auf jeden Fall alles gemeistert. Thomas Speck zeigt uns noch seine 100% vom C-Day. 2 Papunga, ein Ordoff, ein Vulpix, alles 100. Thomas Bow, Shiny Pandion und ein zweites hinterher hat er noch geschrieben. Brainy nochmal mit einem Shiny Psyau plus einem Shiny Plusle. Schnitzelmann, mal ein bisschen Glück gehabt. Shiny Huthut, Shiny Raupi, 100er Habitak, 100er Keifel, Shiny Endon. Erlöst es 100er Nocturne, glaube ich. Shiny Teddy Ursa, Julian Eisenstein, oha, vor meiner Haustür, diesmal ohne Pogo, also ohne Pokémon Go zu spielen, hat er ein 100% Pokémon gefangen, der ist einfach so heftig, der Dude. Und Fifiabi Shiny Fifien mitgenommen. Das waren, oh mein Gott, die Highlights der Woche. Und ich komme mir total komisch vor, weil ich nicht so laut reden möchte eigentlich, wegen den Nachbarn und dem Kind und sonst was und hin und her und bla. Deswegen mach mal nicht lang Kopf in den Nacken, egal. Jetzt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Paul Berger. Wer da dabei war bei Raids für Zuschauer am Wochenende, am Sonntag, glaube ich, haben wir Raids für Zuschauer gemacht mit Regi Stil. Und er hat immer wieder gesagt, Shiny, Shiny. Ich habe gesagt, was? Ich hab gerade eingeladen, Shiny. Jetzt bist du dran und hast schon wieder ein Shiny. Der hat wirklich 4 Shiny Regi Stil am Wochenende bekommen bei Raids für Zuschauer. Und das Brutalste, das Schlimmste ist, die waren wirklich komplett hintereinander. Er war dran, kaum war er fertig mit seinem Raid, wurde er wieder eingeladen und hat im nächsten Raid direkt wieder einen Shiny bekommen. Und warum sehe ich jetzt schon wieder so blass aus? Eben sah doch noch alles gut aus, jetzt sieht es nicht mehr gut aus, ich habe keine Ahnung. Ihr seht hier 13.12 war der erste, 13.21 direkt der nächste, direkt wieder Shiny, 13.29 und 13.37. Der hat in 4 Registil-Raids 4 Shinies hintereinander bekommen bei Raids für Zuschauer. Da hat er sich auch mega gefreut. Fand ich übelst genial. Meiner Meinung nach verdient. Der Schocker der Woche. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Bei mir ist es jetzt nämlich, es ist, pass auf, es ist 2.21 Uhr. Und das muss ich jetzt noch schneiden, das muss ich noch exportieren, das muss ich noch hochladen und dann kann ich ins Bett und dann kann ich gleich frühs mir einen Leberwurststoß in die Fresse schmieren und direkt die Oxys Raids für euch machen, mit mir vielleicht auch dabei. Gucken wir mal, dann die Raid Mania, dann abends Smackdown und ihr seht hier dann das irgendwann dazwischen und Donnerstag geht es wahrscheinlich von 11 bis 11 die Oxys, damit ihr auch ja die Shinies bekommt und damit wir da rumsitzen und dann, ja. Von nix kommt nix und bevor ich durchdrehe, da setze ich mich lieber dahin und drehe auch durch. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses.